Willkommen am einzigen Ort der Wahrheiten in der Welt, der naturwissenschaftlichen Wahrheiten, denn alles andere sonst hat sich als Aberglaube und Pseudowissenschaft erwiesen, leider. Ja, Kurznachrichten, ja, vielleicht erstmal unser Tagesbild. Ja, unten rechts bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. So, ich glaube, jetzt könnte das Tagesbild für Sie ganz gut sichtbar sein. So, Kurznachrichten. GMX ist natürlich kein großer Fernsehsender, aber GMX, die Journalisten, das ist immerhin, hat ja eine gewisse Reichweite und immerhin. Sie haben berichtet über die Ärzte für Aufklärung, haben versucht, sozusagen das alles zu widerlegen. Aber mit vielen Worten sagten sie dann letztendlich, dass die Ärzte für Aufklärung, dass da so einige Ungenauigkeiten seien. Richtig überzeugend widerlegen konnten sie die Ärzte für Aufklärung allerdings nicht, ne? Und ja, generell muss man aber zu den Ärzten für Aufklärung sagen, die ja auch mit dem zweiten ACU, also außerparlamentarischen Corona-Ausschuss, zu tun haben. Sie sollten sich nicht zu sehr auf Nebenschauplätzen bewegen. Schweden, Weißrussland, zeigen eigentlich eindeutig, was passiert wäre, wenn wir sozusagen in Deutschland überhaupt keinen Lockdown gemacht hätten, nämlich im Wesentlichen nicht mehr als bei einer kräftigen Grippe. Und ja, und statt der 120.000 gefürchteten Toten haben wir in Schweden ja nur ca. 5.700. In Weißrussland nur ca. 600 angebliche Corona-Tote. Das ist eigentlich das entscheidende Argument, ja? Ja, dann in Weißrussland ist die Frage, könnte man da nicht Neuwahlen mit ausländischer Überwachung machen? Oder dass man ganz bewusst sagt, man lässt die Hälfte der Wahlhelfer sozusagen von der Opposition besetzen und die andere Hälfte von Lukaschenko. Und dann müssen beide sozusagen zum gleichen Zählergebnis kommen, sozusagen. Und dann erst gilt das Ergebnis als relativ sicher. So könnte man dann ja versuchen, wirklich mal rauszufinden. Eine Sendung hat nämlich gezeigt, dass die Befürworter Lukaschenkos eben auch sehr gute Argumente haben. Sie sagen letztendlich, dass es Weißrussland durch Lukaschenko eben so gut ging wie sonst nicht, ne? Wie früher nicht und so weiter. Ja, also das heißt, ja gut, wie gesagt, vielleicht könnte man da irgendwie Neuwahlen nochmal neu und besser anpacken, ne? Ja, dann kam nochmal das Thema auf, worüber ich schon früher oft berichtet habe, nämlich dass Bestatter sich beklagen über Kurzarbeit, die sie machen müssen, weil ja eben wir ja im Moment aktiv, aber man muss das verstehen, der Mainstream in Deutschland hat Angst vor 900.000 angeblich noch drohenden Corona-Toten, die ja noch kommen könnten. Und dass wir im Moment eine künstliche Untersterblichkeit haben, rechtfertigen sie wohl dadurch, dass sie sagen, besser, wir haben jetzt eine künstliche Untersterblichkeit und die Bestatter beklagen sich sozusagen, und als dass wir nachher überrollt werden von dann bis zu 900.000 Toten oder so, ja, und das ist deren Logik. Das ist die Welt, in der sie leben, weil sie nicht nach Schweden schauen, nicht nach Weißrussland schauen und dort weder sozusagen nach den fehlenden Zeugen für eine sehr große Gefährlichkeit
schauen und auch nicht nach den Zahlen und dadurch dann ihre Gefährlichkeitsüberschätzungsangst eben behalten. Und das ist das Dilemma, in dem wir ja stecken. Übrigens ist natürlich dann auch wieder da der Hinweis gewesen, ja, dadurch, dass die Krankenhäuser weniger operieren, kommt es nicht genug zu Todesfällen für die Bestatter. Also man könnte überspitzt sagen, mit Dr. Med-Gerd Reuter könnte man sagen, ja, also die Krankenhäuser, wenn die Krankenhäuser weniger arbeiten, töten sie nicht genug sozusagen. Das bestätigt die Aussage von Dr. Med-Gerd Reuter, der eben sagt, ja, es ist bewiesen anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, dass unser Gesundheitssystem mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Ne? Und das ist aber zwangsläufig so, denn unter Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung ist immer von zwei Vertretern immer der, der einen Irrtum im Kopf hat und dessen Irrtum sich als vorteilbringender Irrtum in irgendeiner wirtschaftlichen Hinsicht oder sonst wie auswirkt, der Irrtumsträger ist immer der, der in den letzten 170.000 Jahren der Medizinevolution sozusagen, immer war es der Irrtumsträger, der mehr Kinder hinterlassen konnte, der größeren Erfolg hatte und entsprechend sozusagen dafür sorgte, dass sich seine vorteilbringenden Irrtümer in der gesamten Medizin ausbreiten. Und so haben wir tatsächlich eine Medizin und Pharmazie, die voll ist, notwendig voll ist von vorteilbringenden Irrtümern. Deswegen brauchen wir ja auch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und die daraus berechneten Verdienstzuschläge, sodass dann jeder Arzt, jeder Forscher, jeder pharmazeutische Betrieb gelenkt wird in Richtung: Fördere ich Gesundheit und verhindere ich Krankheit, kriege ich gute Verdienstzuschläge, tue ich das nicht, gehe ich pleite. Das muss die neue Logik, der neuen Reformen sein, sozusagen. Ja, dann gab es Sendungen darüber, über das Impfdesaster Schweinegrippe. Das bestätigt nochmal das, was ich ja sowieso gesagt habe. Und ich vermute eben, dass Tegnell, der schwedische Drosten, dass sozusagen dieses Desaster bei der Schweinegrippe im Hinterkopf hat, das er ja selbst mit zu verantworten hatte und deswegen er so vorsichtig ist und diesmal sozusagen nicht so blind reingefallen ist auf die vorteilbringenden Irrtümer der Pharmaindustrie, der Impfindustrie, der Testindustrie und so weiter. Ne? Ja, und Bodo Schiffmann spricht leider wieder in seiner diesmaligen Sendung wieder sehr harte Worte, so betrogen werden, lügen, hintergehen, anlügen. Das ist eben sind zu harte Worte, weil sie quasi ja eine beweislose Verdächtigung darstellen. Gehen wir doch mal einfach davon aus, dass der Mainstream einfach die Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer sozusagen 20, 30, 40-fache Gefährlichkeitsüberschätzung von Corona, dass die das im Kopf haben, das wirklich glauben. Merkwürdigerweise eben leider die Daten von Schweden und Weißrussland nicht richtig zur Kenntnis nehmen, die ihnen sagen könnten, dass eigentlich gar nichts los ist. Oder ich erinnere mich an Finnland, das seit Wochen keinen Lockdown mehr hat und wo keine Katastrophe berichtet wird. Das wäre ja ein Hinweis darauf, dass Lockdown generell nicht mehr nötig ist, ja. Und so befinden sich also der Mainstream in Deutschland in dieser Blase einer 20, 30, 40-fachen Gefährlichkeitsüberschätzung von Corona. Und daraus ist alles andere verständlich. Das Einzige, was man wirklich vielleicht vorwerfen kann, habe ich ja schon angedeutet, ist, das ist sozusagen
Letztendlich, ja, wie kann man sagen, dass es vielleicht eine grobe Fahrlässigkeit war, andere, gerade dem Mainstream der Pharma- und Medizinindustrie widersprechende Wissenschaftler wie die Next Scientists for Future oder Wodak oder Bhakti und so weiter nicht zu hören. Da kann man drüber streiten, ob man da nicht eine Strafanzeige wegen grober Fahrlässigkeit im Amt oder so etwas starten kann. Denn wie gesagt, jeder Mensch, egal ob in der DDR aufgewachsen oder in Westdeutschland seit 50 Jahren, wird über fast nichts anderes gesprochen, sage ich mal scherzhaft, als über die Dysfunktionalität von Pharmaindustrie und Medizinindustrie und die daraus resultierenden Skandale, Missstände und so weiter. Und da einfach sozusagen blind nur auf den Mainstream der Pharma- und Medizinindustrie zu hören, das ist schon eventuell grob fahrlässig. Ja? Und man muss sich aber klar sein, warum die Journalisten so aktiv mitmachen. Da wurde eine spanische Sendung gezeigt, in der sozusagen der Arzt, der eigentlich Realität reinbringen wollte, quasi dann auf vehementen Widerstand des journalistischen Teams sozusagen stieß, weil die als sozusagen sehr an ihrer Gefährlichkeitseinschätzung in dieser Blase halt gefangen sind, ne? Und ich erinnere noch einmal, wir müssen die öffentlich-rechtlichen Medien werbefrei machen, wir müssen sozusagen Kritiker, wir müssen 51, also so etwas mehr Journalisten, als bisher schon existent sind, neu einstellen, auch wenn es vorübergehend dann teurer wird. Und zwar müssen das alles Journalisten sein, die gegenüber allen möglichen Werbekunden, die bisher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Werbespots geschaltet haben, absolut kritisch sind, damit wir ein Gleichgewicht kriegen und wieder eine faire Berichterstattung, erstmals eine faire Berichterstattung bekommen. Denn im Moment ist es eben einfach so, dass wir lauter Journalisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben, die praktisch der gleichen Meinung sind wie die größten Werbekunden aus der Pharma- und Medizinindustrie. Und deswegen ist von daher leider nicht viel zu erwarten, ne? Ja. So, dann schauen wir uns doch mal an. Dann haben wir hier noch kurz unsere Tagesthemen. Ja, deswegen. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist die Wahrheit, die ist aber eben offensichtlich eben wegen dieser groben Fahrlässigkeit wurden weder Dr. Wolfgang Wodak noch Klaus Köhnlein, der uns ja gelehrt hat, der also nochmal den Dr. Medgerd Reuter bestätigt hat, nämlich dass Medizin selber oft tötet und nicht das Virus sozusagen, dass man da ständig auf der Hut sein muss, ja. Und Bodo Schiffmann habe ich ja schon erwähnt, dass er zu harte Worte verwendet, ja, wenn er sagen würde, wir sollten erwägen eine Strafanzeige wegen grober Fahrlässigkeit, der Nichtbeachtung solcher Experten. Bhakti können wir noch dazu sein, Weltrat der Weisen, Next Scientists for Future, alles wurde nicht hinzugezogen. Ja, letztendlich ist es schon eine grobe Fahrlässigkeit bei all den Kenntnissen, die da auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen geliefert hat über die Missstände der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie, ist es eigentlich grob fahrlässig, all diese Experten nicht hinzuzuziehen und die Augen auch vor diesen Wahrheiten zu verschließen, aber auch vor der schwedischen Wahrheit und der weißrussischen Wahrheit sozusagen. Ja? Und warum letztendlich alles? Ja, eben weil eben Ideologen wie Markus Krall, Hans-Werner Sinn und so weiter,
uns alle den Irrtum gelehrt haben, freier Markt und freie Arbeitsteilung seien im Wesentlichen unbedenklich sozusagen. Und das stimmt eben nicht, weil eben die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Also hier World Council, Weltrat. Also noch einmal, genau das Gegenteil, noch einmal. Weil es immer so viele neue Zuschauer gibt bei den Sendungen. Der erste Früharzt der Evolution sagt, lebt weiter euren natürlichen Ernährungs- und Lebensstil, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht keine Krankheiten zu fürchten. Dieser irrt sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, muss es zu einem sich irrenden Früharzt kommen und der sagt, sozusagen, nö, ihr könnt euch ruhig mit der modernen, denaturierten Nahrung ernähren, die ist genauso gesund und dadurch essen sich die Leute krank, er kann ihnen ganz viel verkaufen, außerdem sagt er dann auch noch, nein, die wirklichen Ursachen für Krankheit ist nicht die Nahrung oder ein denaturierter Lebensstil, sondern ist grundsätzlich sind die Viren und Bakterien, so wird man sie ja später nennen, die so allmächtig sind, dass sie uns alle total krank machen und so weiter. Und dadurch kann er, letztendlich kann er dadurch sehr viel verkaufen, zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und so häufen sich über die Jahrtausende lauter vorteilbringende Irrtümer an und am Ende haben wir in den Köpfen der Fachleute, des Mainstreams der Fachleute, sozusagen lauter vorteilbringende Irrtümer, an die sie glauben und nur bei den Ausnahmeärzten und Psychologen finden wir dann noch Wahrheiten sozusagen, Teilwahrheiten wenigstens und so weiter. Ja, also das heißt, die tiefe Ursache für sozusagen diese Evolution der Unwahrheit, also der vorteilbringenden Irrtümer, die uns alle, die gesamte Weltbevölkerung vergiften, ist eben der von Markus Krall so gelobte freie Markt und die freie Arbeitsteilung. Ja, tschüssi. Ach so, vielleicht noch erwähne ich noch ganz kurz, dass wir eben hier natürlich, wie gesagt, auch in der Wissenschaft dieses, das habe ich ja auch gestern schon erwähnt, dass wir auch dort lauter Fehlanreize haben. Fehlanreize führen zu Evolutionsverläufen, in denen sich sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer anhäufen. Ich habe ja auch gestern schon erwähnt, wie es zum Beispiel mit dem Kaiserschnitt ist, von dem der Dr. Med. Reuter nochmal ausdrücklich gesagt hat, dass er die Lebenserwartung verkürzt wird sozusagen. Wer Kaiserschnitt geboren ist, hat keine lange Lebenserwartung vor sich. Ne? Kann natürlich hoffentlich auch eine Korrelation sein, ja, dass also hoffentlich sozusagen nur eine Korrelation besteht, dass Eltern oder Mütter, die einem Kaiserschnitt zustimmen, auch ansonsten mit der Gesundheit ihrer Kinder schlechter umgehen und dass daher dann diese Kinder dann auch schlecht mit einem schlechten Gesundheitswissen erzogen sind. Ich kann das nur hoffen und so weiter, dass man da also insofern dann, dass es nur eine Korrelation ist, keine direkte Kausalität. Ne? Ja, kann aber auch sein, ne? Ja, dann war es das jetzt wieder für die Wissenschaftliche Tagesschau heute. Ich muss mich für meine Aussage vor dem Corona-Ausschuss vorbereiten. Tschüssi, bis bald.